الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam. Wir sprechen heute über den sogenannten Großmufti von Jerusalem, einen arabischen Nationalisten. Jemand, der sich politisch instrumentalisieren ließ von Faschisten, von Rassisten, von Menschenhassern, von den Nationalsozialisten. Es ist Muhammad Amin, dem sogenannten Großmufti von Jerusalem, gelungen, viermal vor den Briten zu flüchten. Das vierte Mal, gekleidet und verkleidet als Frau, hat er Zuflucht gesucht, nicht bei Allah Jallat Azamathu, nicht beim Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, nicht im Glauben. Er hat Zuflucht gesucht bei den Nationalsozialisten, bei Adolf Hitler. Wir wissen, der sogenannte Großmufti von Jerusalem wurde nicht ausgewählt, weil er der Beste war, theologisch. Noch war er der Zweitbeste. Er war nicht einmal der Drittbeste unter den Gelehrten in Jerusalem. Er wurde ausgewählt von Herbert Samuel, einem israelischen Zionisten von der britischen Kolonialherrschaft. Liebe Geschwister im Islam, am 28. November 1941 hat sich Adolf Hitler, der Nationalsozialist, mit dem sogenannten Großmufti getroffen. Adolf Hitler weigerte sich, die ausgestreckte Hand des Großmuftis anzunehmen. Für ihn, und das ist ein Zitat aus Mein Kampf, sind die Araber eine Koalition von Krüppeln. Für Adolf Hitler sind die Araber eine minderwertige, schmutzige Rasse. Deswegen weigerte sich Adolf Hitler vorerst, den sogenannten Großmufti die Hand zu geben. Er weigerte sich mit ihm, gemäß der arabischen Tradition und Kultur Kaffee zu trinken und forderte von seinen Diplomaten Limonade ans Tisch zu stellen und sagte, solange ich lebe, wird hier in diesem Hauptquartier kein Kaffee getrunken. Man spricht von Verhaltensauffälligkeiten von Adolf Hitler, als er mit dem Großmufti sprach. Das, was der Großmufti von ihm erwartet hat, die Anerkennung als Führer der Araber von Adolf Hitler, schriftlich anerkannt vom Führer der Nationalsozialisten, hat er nicht bekommen. Er erwartete von Adolf Hitler schriftliche Anerkennung von der Unabhängigkeit Palästinas, Syriens und Iraks. Auch das hat ihm Adolf Hitler nicht gegeben. Adolf Hitler bezahlte ihn monatlich mit 75.000 Reichsmark mehrere Jahre monatlich im sogenannten arabischen Büro, um ihn politisch zu instrumentalisieren, um ihn auszunutzen, um den Glauben der Religion im Islam, um das einen politischen Richtung zu geben, eine politische Agenda zu geben, hat Adolf Hitler den sogenannten Großmufti ausgenutzt. Das erste Mal, als Mein Kampf übersetzt wurde, war 1960 vollständig übersetzt ins Arabische. Davor hat man sich geweigert, zu Lebzeiten von Adolf Hitler hat man sich geweigert, es vollständig auf Arabisch zu übersetzen, denn für Adolf Hitler waren die Araber eine Koalition, ein Bündnis von Krüppeln, eine minderwertige Rasse. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber, noch ist der Nicht-Araber besser als der Araber. Noch ist der Weiße besser als der Schwarze, weder ist der Schwarze besser als der Weiße. Illa bit taqwa, außer in deiner Gottesfurcht, außer in deinem Verhalten, außer in deinem Charakter. Wenn wir Menschen als Muslime beurteilen, dann aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihres Charakters. Nicht, wie sie ausschauen, welche Sprache sie sprechen, aus welchem Land sie kommen, an welche Religion sie glauben.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala den ersten und den letzten Recht leiten und uns bewahren vor Nationalismus, uns bewahren vor Rassismus, uns bewahren vor Faschismus und uns eine Botschaft in die Herzen tragen lassen, die Botschaft der Liebe. Wassalamu alaikum.